Puh. Ach. Was ist los? Gerade ausgereicht. Oh. Komische Geräusche macht er heute. Na, ich weiß auch nicht, ey. Hab's geschafft. Wir haben einen Chemie-Bench. Ja. Oh, es war wirklich richtig knapp mit dem Metall. Ich habe gerade mal einen Puffer von 2 gehabt oder so. Hier ist Skorpione gegen ein Mantis. Mal gucken, wer gewinnt. Okay, der Adler hat einen richtig guten Wert bekommen nach dem Tame. Der hat leider nur 2263 Leben bekommen, obwohl er so einen hohen Lebenswert hatte. Aber dafür hat er 3000 Stamina. Wow. Ja, 3000 Stamina, glatt, 539 Gewicht, 260 Damage. 3000 Stamina ist gut. Ja, ist richtig geil. Der Box, der will gleich Flammenwerfer Munition machen. Tada. Und nirgendwo ist mehr Gas. Willst du den Doch, Wurm draußen. In dem Ding drin. Warte. willst du den nächsten Wurm abfackeln oder was? Hier in dem steht auch was Schönes drin. Draußen in dem Ding drin. In dem Forge, in der Forge. Ja, habe ich aber jetzt geholt. Ich weiß nur nicht, wo es Probeland gibt. Also es ist seltsam, weil das Rezept, was du hier drin jetzt reingeschmissen hast, das sind 10 und 10. Und hier in dem Chemietisch das Originalrezept, das kostet 40 und 40 für so Probeland und Gas. Was? Nur 4? Hast du noch 40? Was? Au! Sieh, der brennt! Drecksack, Alter! Hör Sieh, auf, der es... brennt! Ich... Oh, das ging aber fix! Okay, ich muss. Ich habe gerade meine Rüstung repariert gehabt. Entschuldigung. Deine Rüstung ist nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe dich in deiner Rüstung gegrillt. Nein, die ist voll kaputt. Also bei mir wird die angezeigt, als wäre die noch heile. Nee, die ist voll kaputt. Ah, okay, dafür. Schnell was grillen gehen. Warte mal, hier hast du mal zwei. Wo bist du denn? Das ist auch so ein Ding, oder? Ja. Ich muss gerade Telefon. Ja, vom Fabricator. Mal kurz mit Armo.
hat bloß irgendwie überhaupt keine Reichweite. Alter, es geht so schnell, ey. Krass, was geht schnell? Ne? Ja. Was geht schnell? Känguru. Ja. Ich schon voll die FPS-Einbrüche dadurch, ey. Du machst damit sogar die Sträucher kaputt. Die Flamme sieht echt geil aus. Stell dich mal in so einen Busch irgendwie, also in so eine Ansammlung von Büschen und fang mal an zu fackeln. Mal gucken, ob du FPS-Einbrüche kriegst. Ja. Bei mir ist das Spiel stehen geblieben. Ach du Scheiße. Oh, wir haben ein fliegendes Känguru. Ja, Kratür. Hey Marvo. Hm? Geh mal um. Die Muni ist aber verdammt schnell leer, muss man sagen. 300 Leben verloren. 300 Leben? Ja, von 400. Boah, nur für einmal kurz angezündet. Jo. Das Ding brennt ja auch noch nach. Das ist echt krank. Weil das Känguru so doof dahin gemacht. Das kann fliegen. Ich hab ihm Fliegen beigebracht. Guck mal, Max. Ja. Boom. Oh. Aua. 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 Ich hab hier einen Wurm zu verschenken. Ich steig ab, Mo. Ich kann ihn rausgrabben. Weit weg. 86, 87. Okay. Hä? Was ist da? Ein Wurm. Ganz rechts unten in von der Karte. Ganz rechts unten. Ich will auch mitkommen. Komm, Stamina. Ich bin auf dem Weg. Kann man den wohl an? Stimmt. Vielleicht ich mein, sogar mit der Chain Bowler. Ja, war. Oha. Mein Adler ist fast tot. Ich bin auf Abstand. Känguru. Känguru ist super schönes. Fliegt man nicht so tief. Ich versuche nach unten zu zielen. Hau doch nicht ab! Sag nicht, der kommt zu mir. Doch, nee, zu dir. Gleich kommt er zu mir. Jump. Wow, Achtung! Oh nein, ich brenne. Mami. Deswegen habe ich gesagt, nicht tief fliegen. Boah, der taucht aber echt schneller. Und hey. Wer war das? Deiner? Ja. Gut. Oh Mo, das war richtig mutig diesmal. Nee, man muss ihn auch mal loben, wenn er nicht den Feigling macht. Ja, ich hab rausgefunden, das Känguru ist jetzt schneller zu Fuß, wie wenn es hüpfen wird. Achso? Also das macht aber mehr Spaß. Was ist mehr Spaß? Ja, hüpfen macht mehr Spaß. Boah. Können wir bauen, oder? Ja. Vergammelt doch eh. Moin. So, 200 Movement Speed. Also von mir aus können wir Drachen. Eierklauen gehen. Was? Das ist 200? Jo.
straight auf 200 gegangen. Ja, und ja, ich habe 2500 Leben. Ja. Und Melee Damage 290. Okay. Warum heißt denn der jetzt Vögelchen? Weil das ein Weibchen ist, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Weibchenvogel ist auch ein Vogel. Ja. Vogeline. Ja, stimmt eigentlich. Meinst du, das passt nicht, Jürgen Vögelchen? Na, irgendwie nicht. Oh, da ist Jürgen Vögelchen. Ja, genau. Was für ein Rex hier. Ah, nur so kleine, ne? Ich hab noch keinen hohen Rex hier gesehen, ey. Wo greift der Geier die Wand an hier? Weiß der Geier, oder weiß das nicht? Der greift dein Haus an. Mein Haus an? Was? Warum immer mit meinen Häusern? Der T-Rex letztens. Kann denn das war. Das war scheiße. Der hat meine Mühle kaputt gemacht. Na gut, meine Windturbine. Boah, da bleibt bald eine Selbstschussanlage, ey. Kannst du? Nimm. Sieh, der muss ja unbedingt wieder petzen. Den hätten wir zusammen abfackeln können. Wo ist denn das Ei? Schon vergammelt? Ja, oh, ich hätte doch ein Ei hingeschmacht. Schade. Guck, das macht immer 6. Hey, wir gehen mal kurz zur Seite. Da ist kein Ei mehr, ne? Ja. Oh. Ja, ich hab dir hier ein Ei hingeschmissen. Was? Kackei. Kackei. Ja, aber du weißt, wie die Ressourcen da angepasst sind. Ja. Ein Gas mehr. Kommt tatsächlich 6 Stück bei raus. Ja, wir müssten jetzt mal farmen für einen fetten, eine fette Forge, wa? Oh. Können wir da leichter Gas auch herstellen? Ach, diese kleine Flamme, das sieht cool aus in der Nacht. Ich nehme 2 raus. Das andere Ding können wir entsorgen, das soll niemand benutzen. Nee. Blueprint. Knurren. Für was war Knurren nochmal? Ich glaube Sturm. Ja, die buddeln und schütteln sich. Knurren, ducken, dunkel, ja. Links, Mitte. Ja, das Schild ist großartig. Ja, ich find's auch, brennt? Ich find's auch super. Wetten das gemacht? Geht da bestimmt. Voll gut, ey. Ja. Ah, ach du Scheiße. Mit dem Ding musst du echt vorsichtig sein. Bugs auf der Suche nach was Brennbarem. Ja, schon heftig.
Oh, die Arena. Die habe ich auch noch nie gesehen. Aber da ist doch dann auch irgendwo Lava, oder? Ja. Mal weiter gucken. Jetzt gucke ich mir erstmal die Arena an. Das ist im Prinzip eigentlich direkt rechts von der Arena. Okay. Also, in Richtung Inland. Da haben sie ja so eine alte Stadt. Ja. Ich muss sagen, dieser Lavafluss, der ist schon ziemlich gut versteckt. Okay. Hinter den Bergen. Also, du siehst den fast gar nicht. Das ist halt so eine richtige Schlucht. Du kannst eigentlich gut drüber gucken. Tiefe Schlucht. Oh, das haben sie aber auch geschickt gemacht hier. Was? Die Arena. Ja, das stimmt. In der Mitte ist so ein Loch, gell? Ja, da stehe ich gerade drauf, irgendwie mit so einem Siegel. Da müsste man irgendwie aufmachen können und da unten müsste irgendwas sein, das wäre cool. Ja, wo dann die Viecher rauskommen oder so. Diese Tentakel-Dinger nur in groß. Lass den Kraken frei! Ach, tatsächlich, Maulwurfen. Diese gelben Kristalle konnte ich gerade abbauen. Aber das geht wohl nur mit bestimmten. Okay. Die ganz großen, bei denen funktioniert es nicht. Manche sind bestimmt einfach nur Deko-Beleuchtung. Da ist Zuschlagen verboten. Boah, ich würde es echt feiern, wenn es Alpha Vivan Eier geben würde. Alter, machen die da unten eine Party. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drachen. Da kommt man sich auf seinem Vogel doch schon relativ klein vor. Wenn wir das nächste Mal in eine Höhle gehen, sollte man dieses Bug Repellent mitnehmen. So? Was soll zum Tamen? Nee, falls man wirklich am Arsch ist, ne? Dass man halt sich reinpfeift und dann ignorieren sein. Ich denke, das hilft dir bei dem Golem, der da wohnt, auch nicht. Nee. Aber wir wissen ja, wie man die jetzt killt. Raketen? Ja, ich denke schon, ne? Ich hätte eine Kanone aufgebaut. Hätte was. Alter Schwede, das sieht schon richtig cool aus hier. Ja. Wo haben die ihre Nester? Auch da unten in der Schlucht? Ja. Die sieht man eigentlich so relativ groß. Ich glaube, die sind auch nur auf einer Seite. Da, wo du halt drauf gucken kannst. Da sind aber echt viele von denen.
Na, mit einem Schnellvogel die rauslocken und dann, wenn sie draußen sind, dann derjenige. Ja. Also ein anderer Vogel, der dann halt die Eier klaut. Ja, aber wenn du die Eier klaust, dann. Wenn die aus der Range triggerst sind, du alle möglichen. Das sind ja alle rausziehen. Alle rausziehen. In Richtung Wüste. Ach, hey. Ja, das könnte spaßig sein. Hast du schon was entdeckt, Box? Ja, da wo die Lava rauskommt, und ansonsten waren da überall Viecher. Ich bin einmal die Schlucht entlang geflogen und ich habe hier, glaube ich, weiß ich nicht, gleichzeitig so 12 Stück im Bild. Irgendwie, das ist doch irgendwie beeindruckend. Also du hast keine Nester, sind dir nicht aufgefallen? Also so nah bin ich noch nicht rangegangen. So, das gleiche Gefühl hatte ich auch bei meinem ersten Mal. Aber die haben eine relativ kleine, sag ich mal, Aggro-Box. Auf jeden Fall ist das irgendwie unangenehm hier. Ich komme auch mal. Wirklich überall. Vor den Lightning musst du dir in Acht nehmen. Das Blitz. Ja, die Blitzviecher sind bestimmt scheiße. Ja. Ich hätte gern einen. Ja. Ich kenne da ist Feuer. Der Boss, glaube ich. Wie ein Boss? Ja, dieses Ding. Alpha? Keine Ahnung, es ist größer und es sieht komisch aus. Leuchtet's? Nee, ich glaube, leuchtet. Ah, ich sehe dich. Nee, hier ist keiner. Ja? Welchen meinst du? Den mit der roten Flügel? Ich will da irgendwie nicht so nah ran. Ja, ich glaube doch, das ist ein normaler. Ja, ja, das ist ein normaler. Hier sind aber keine. Ah, da hinten ist einer. Auf der linken Seite ein roter, ein gelber. Da, wo ich hinguck. Ja, den meinte ich. Oh, ja doch, dann leuchtet der doch. Dann, ja. Oh, der war doch gerade vorne auf Female, der anderen Seite. Level 16. Komm, lass mal vorbeifliegen. Da das ist ein Nest. Guck mal, da unter dem blauen, siehst du das? Was? Unter dem blauen, rechts von dir. Ist das ein Nest oder was? Das ist ein Nest. Ah, da wo einer. Okay. Ich weiß halt nur nicht, wie weit man weg sein darf, um die Eier zu sehen. Ich flieg mal weiter. Ein Wiffern-Nest, tatsächlich. Aber laut Fernglas war da nichts drin. Ja, hab schon. Ich habe keine Ahnung, ob die dann schon gerendert sind oder nicht. Wo ist Zeit bei der Schlucht oder was? Ja. Muss ich rumgucken. Flieg mal einer runter und guck, ob ein Ei drin liegt. Jetzt kann man ja von oben gucken. Jetzt habe ich noch keins gesehen. Es lohnt sich, glaube ich, nur ab 100er oder höher. Ja. Auf jeden Fall. So ein Low-Level würde ich auch nicht großziehen wollen. Wo ist denn diese komische Schlucht? Die war da noch nie. Hinter dem roten Obelisken. Bisschen genau. Weiter die Wüste. Hüpf, komm mal mit deinem Känguru vorbei und hüpf mal durch. Nein, ich komme mit dem Adler. Ja, was ist denn los? Sag dein Fluchtkänguru. Weiß doch, ich bin ein Schisser. Komm lieber mit dem Adler. Hm, ich hab kein Ei entdeckt jetzt, leider. Ordentlich. Seltsam. Die anderen haben so viele entdeckt und wir gar keinen. Ja, da gibt's auf beiden Seiten so Einkerbungen da. Ja klar, aber ich meine, auf der anderen Seite ist es sehr schwer nachzugucken, weil. Ja, ich weiß nicht, weil das halt schräg zu dir guckt. Okay. Kannst du so schwer hingucken. Da ist auch vor allem auch noch eine Höhle unten, ne? Am einen Ende, glaube ich. Echt? Ja, an dem Ende, wo wir nicht herkommen, das sieht so aus, als. Ah!
Als könnte man da in den Felsen rein. Aber da kam gerade so ein Vieh. Hat man gemerkt an der Stimme. Wie schnell sind denn die so? Es geht. Man denkt, die sind schnell, aber die sind gar nicht so schnell. Oh, da hast du mich fast mit erschreckt. Ja. Ist er das hier? Was? Hier unten? Guck mal, wo bist du? Jetzt hab ich dich erstmal. Warte. Oha, du fliegst aber tief rein. Flieg nicht so tief, mein kleiner Freund. Achso, das. Das ist einfach nur die andere Seite. Da kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Ja. Yeah. Aber es sah von hier aus wie eine Höhle. Das wäre noch ultra cool gewesen. Ja. Vor allem ohne Fliegen in Höhlen. Ja. Guck mal da runter. Namo, alter Schisser, auf geht's. Gieße, boah, what the hell, wie bist du da? Ist schon ganz schöne Party da unten, ne? Boah, 3, 5, 7. Da noch einer. Wo ist denn der Alpha? Weiß nicht, ein Stückchen in die Schlucht. Du musst ihm halt den Alpha zeigen. Oder eine kommt da hoch. Ah doch, das ist ein Alpha, der hat so einen Schweif. Ja. Der fliegt gerade hoch. Dieser orange und schwarze. Ja. Der mit den Flammen. Ja. Wenn du in die Schlucht reingehst, wird das Bild besser. Ist das so? Ja. Geh mal vor, ich will es mir mal anschauen. Ja, ich bin schon hier unten. So, ab der Stelle hier wird das Bild richtig gut. Dann hast du diesen Sandsturm-Effekt weg und den Schnee-Effekt weg. So, der Bild. Ach da. Du weißt, dass rechts über dir so ein Ding ist. Ja, ja, hier sind überall welche. Naja, das sind die Einkerbungen. Oh, bin ich. Oh! Ich hab ich gerade gedacht, ey. Ah, guck mal, über den Mond musst du nur drüber fliegen, dass er sich erschreckt. Ich schweb da so, auf einmal höre ich flattern. Oh, hier oben hängt ein Alpha an der Felswand fest. Ja. Was für ein Alpha? Oh, Fire 16. Ach so, ja, das ist der. Nee, am Berg oben. Meinst du auch den Wivern, oder? Ja, sicher. Aber nicht unten in der Schlucht, sondern oben gegenüberliegend am Berg. Der hängt irgendwie in der Wand fest. Oh, da fliegt ein Adler. Wer ist denn das? Ja, das bin ich. Mensch, steht draußen hier was. Ich will gucken, ob irgendwo ein Ei liegt. Ich sehe schon die Todesfälle einprasseln. Ich glaube, die rennen da nicht ein, die Eier. Meinst du? Glaube ich auch nicht. Na, das könnte durchaus sein, da wirst du wahrscheinlich nah genug ran müssen. Ja. Habe ich schon 3 Nächte gesehen, aber die rennen dann irgendwie nicht ein. Vielleicht haben die anderen sich schon gelootet. Nee, glaube ich nicht. Dann müssten die Nächte eigentlich verschwinden. Und bleiben. eigentlich können wir. Oh, YOLO, runter. Scheiß drauf, auf geht's. Oh mein Gott, ein Bugs traut sich. Was denn? Da? Wir wissen's nicht. Lang 170% Move Speed. Und? Ey, ich guck jetzt. Fuck. Ey, da kommt einer. Bugs. Ja! Flieg. Ja, hier ist ein Blaus drin. Der ist ein Poison. Flieg raus. Bugs. Los, schneller! Ein Frostei! Alter, ist der nervig! Ist der schnell! Ja, ich glaube, ich ist. Also. Oh.
Das Ei könnte ich jetzt aber holen, theoretisch. Ja, dann hol doch. Dann hol's doch theoretisch. Soll ich wirklich? Nein, theoretisch. Mach doch einfach. Okay, mach's nicht theoretisch, mach's praktisch. Okay. Dax, wie viel Movement-Speed hast du? Keine Ahnung, weiß ich nicht auswendig. Ja, egal, oh, ich tot. Mach YOLO. Du hast mehr Leben als der Drache. Das Problem ist, der ist echt nervig und der ist ziemlich schnell. Ja, nein! Nein, der verfolgt mich! Oh, ja. Der Flammengeschoss, Hilfe! Boah, ist das Hilfe! Das Schell! Flieg zurück! Flieg! Also, ich glaube, ich bin schneller. Ja, er hat abgelassen! Boah! Oh. Ey, der schießt irgendwie Feuerbälle auf mich. Ja, hat er mit mir auch gemacht. Ist der verrückt? Flieg zickzack! Nein, zickzack ist gefährlich. Wie flog denn jetzt zu euch? Was? Oh, du Sack! Kann mal einer gucken, wie. Ich kann ja mit K schauen, oder? Dreh dich einfach um und guck. Nein, dann halte ich doch. Dreh dich einfach um. Super Maulwurf. Ah, ich hab 4 Stück an der Backe! Was? Fuck! Bist du rechts lang oder links lang? Ich bin in die Wüste. Jetzt würde ich mich aber nicht umdrehen. Ey, die hängen direkt an mir dran. Ich krieg die nicht weg. Das sind 4 Stück. Dein Zelt auf, geh da rein. Bist du bescheuert? Vielleicht sieht dich ja keiner. Nein. Ey, bauen ein Zelt auf. Oh, drei haben abgelassen. Ich hab nur noch einen an der Backe. Das ist wahrscheinlich die Mutter. Boah. Ey, die sind aber heftig schnell. Ich komme nicht weg von denen. Lass uns hier mal suchen gehen, wo ist denn der? Oh. Der ist bestimmt restlang geflogen. Ich komme jetzt sozusagen wieder zurück, aber ich bin weit in der Wüste drin. Da, guck mal, da. Doch, ja, haut ab! Los, bring halt ein, Sicherheit. Wo ist denn der Drache? Was machst du da für einen Alarm? Da ist doch keiner. Hast du dir das alles nur ausgedacht, ne? Hier. Es waren 4 Stück. Ja, da kommt man den suchen und will ihm helfen irgendwie. Da ist da keiner. Oh, warte, guck mal, was für ein Eis überhaupt ist. Was für ein Drama, ey. Level 24. Das ist so ein Lightning Wyvern. Oh, aber nur Level 24.